Da gibt es einen Fehler, den wirklich fast alle Golfer machen. Außer die Erfolgreichen natürlich. Und das ist das fehlende Abflachen des Schlägers im Abschwung. Was meine ich damit? Ich habe hier am Boden einen Alignment-Stick liegen, der die Ball-Ziellinie repräsentieren soll. Also hier in der Verlängerung ist mein gedachtes Ziel. Ich nehme jetzt eine Ansprechposition ein und mache einen halben Rückschwung. Ja, und da ist es so, dass bei erfolgreichen Schwüngen es sehr, sehr üblich ist, dass der Schaft hier auf halber Höhe, der Schaft circa auf die Ball-Ziellinie hier zeigt. Also der Schläger ist nicht steil und nicht zu flach, sondern zeigt ungefähr hierher. Und jetzt ist es so, dass im Abschwung bei erfolgreichen Schwüngen es absolut üblich ist, dass der Schläger nicht wieder in dieselbe Position zurückkommt, sondern in eine komplett andere. Und zwar gehen die Hände normalerweise etwas mehr hinunter und der Schlägerkopf flacht ein wenig ab. Jetzt habe ich das ein bisschen übertrieben vorgezeigt. Das heißt, wir gehen von hier nach hier. Das ist eine Abflachbewegung. Und wenn du jetzt hier schaust, im halben Abschwung, siehst du, der Schläger zeigt jetzt ein wenig überhalb der Ballziellinie. Das heißt, der Schläger kommt auf einer komplett anderen Schwungbahn zurück als im Aufschwung. Jetzt wirst du dich sicher fragen, wozu soll das gut sein und wieso machen das die erfolgreichen Golfer? Und darüber sprechen wir jetzt. Kommen wir zum ersten Grund, warum der Schläger im Abschwung abgeflacht wird. Und zwar kontrolliere ich damit meinen Schwungpfad, meine Schwungbahn. Was soll das bedeuten? Es ist ja absolut üblich, wenn man hier aufgeschwungen hat, dass man mit dem Körper ja in diese Richtung dreht, also Richtung Ziel dreht. Und würde ich jetzt zum Beispiel nur die Idee haben, dass ich jetzt wieder da zurückkomme, wo ich beim Aufschwung war, dann würde ich, während ich drehe, beginnen, den Schläger hier raus zu bewegen. Und ich würde jetzt stark diese Linie hier kreuzen und es wären Slice und viele andere schlechte Schläger vorprogrammiert. Das heißt, aufgrund der Körperdrehung, die ich habe im Abschwung, muss ich jetzt sozusagen den Schläger etwas weiter nach hinten bewegen, als ich es mir denke. Und zwar, ich bewege ihn wirklich vom Gefühl her erstens mal mit den Händen hinunter und zweitens den Schlägerkopf auch ein wenig flacher. Und jetzt komme ich an eine Position an, die hier ist. Und von hier weg kann ich dann super drehen und kann den Schwungpfad super zum Ball bringen. Und komme auch dazu, dass ich da eine kleine Draws schlage und auch richtig gute Kontakte mache. Der zweite Grund, warum man abflacht, ist deswegen, weil man damit eine Menge Schlägerkopfgeschwindigkeit produziert. Stell dir mal Folgendes vor. Ich bringe den Schläger von hier jetzt gefühlt nach hinten hierher. Jetzt ist der Schläger in einer Position, dass ich die Hände sehr stark um meinen Körper kurven lassen kann. Das mache ich natürlich hauptsächlich mit der Drehung, aber ich kann auch versuchen, die Hände ein bisschen mitzubewegen. Und dadurch, dass ich versuche, die Hände in diese Richtung kurven zu lassen, entsteht ein Haufen Geschwindigkeit. Ja, man kann zum Beispiel, wenn man sich herstellen, hier so festhalten und dann versuchen, mit den Händen stark nach links zu kurven. Und da hört man so richtig dieses Zischen. Und das hilft mir, einerseits eben Speed zu generieren und zweitens die Schlagfläche wieder gerade zum Ball zu bekommen. Und der dritte Grund, warum es gut ist, im Abschwung den Schläger etwas abzuflachen, ist der, weil man dadurch tendiert, eine bessere Ellbogen- und Handgelenkstruktur zu bekommen und dadurch auch leichter die Hände vor dem Ball bekommt im Treffmoment. Sprich, den Schaft etwas nach links bekommt, das reduziert etwas den Loft des Schlägers und dadurch bekommt man eine bessere Ballkompression, man trifft den Ball besser. Und das bekommt man typischerweise, wenn man eben diesen Schläger abflacht. Wenn man das nicht tut, sprich etwas steiler hier wird, ja, dann neigt man auch dazu, dass der Schläger aufgelöst wird und dann kommen diese gelöffelten Schläge. So, wie lerne ich jetzt das Abflachen? Ich möchte dir mal folgende Idee geben. Und zwar schwing mal auf hier circa, bis der Schläger in dieser Position ist, also der linke Arm ungefähr parallel zum Boden. Und jetzt schau dir einfach mal an, wie der Schläger hier diese kleine Abflachbewegung macht. Und da kannst du vielleicht sehen, wenn du auf deinen rechten, auf deinen hinteren Ellbogen schaust, als Rechtshänder, dass der Ellbogen tendiert ein wenig in diese Richtung zu gehen. Also er bewegt sich ein klein wenig Richtung den linken Ellbogen als Rechtshänder. Das ist die prinzipielle Idee, die man beim Abflachen haben sollte. Alle, die das nicht machen, die tendieren dazu, dass der rechte Ellbogen höher wird im Abschwung. Ja? Und dann schaut der Schläger so aus. Eine gute Vorstellung ist, dass man sich das vorstellt wie beim Armdrücken. Ja? Man möchte Armdrücken und wenn man versucht zu verlieren, also der Gegner drückt stärker, dann hat man den Arm in dieser Position. Das heißt hier Ellbogen drücken, ich verliere und das ist das, was ich prinzipiell machen möchte. Das flacht den Schläger quasi automatisch ab. Nachdem du verstanden hast, dass der Ellbogen hier eine große Rolle spielt, ist es wichtig, dass wir bereits im Setup eine gute, optimale Position machen. Eine
unoptimale Position ist es, dass man den rechten Ellbogen eher so nach außen gedreht hat. Man möchte den Ellbogen etwas mehr in diese Richtung haben. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, dass meine Ellbogeninnenseite mehr Richtung Ziel drückt. Ja, ich kann auch mit dem Arm ein bisschen so nachhelfen. Und so stelle ich mich bereits hin. Ich bin hier sozusagen mit dem Ellbogen offen. Und das hilft mir dann gleich im Schwung, dass ich das besser machen kann. So, jetzt beginnen wir mit dem Aufschwung. Und im Aufschwung ist es wichtig, dass man versucht, die prinzipielle Idee zu haben, dass die Ellbogen nicht zu weit auseinander gehen. Das heißt, ich versuche im Aufschwung bereits das Gefühl zu haben, als ob der rechte Ellbogen, also der hintere Ellbogen, ein wenig in diese Richtung ja bereits drückt ein wenig. Es ist so, wenn du jetzt beginnst im Aufschwung massiv die Handgelenke zu überwinkeln, ja, und das geht übrigens sehr, sehr schnell, die meisten Golfer, die ich unterrichte, haben überwinkelte Handgelenke, dann passiert auch Folgendes, dann wird auch gleichzeitig in der Regel auch die Ellbogenstruktur zerstört. Das heißt, wenn ich viel winkle, geht dieser Ellbogen in der Regel hoch und wenn er hier hoch geht und nach hinten, ja, dann hast du verloren, dann kannst du das quasi nicht mehr ordentlich machen. Das heißt, es ist wichtig, dass du die Ellbogen, vor allem den rechten, nicht zu viel zu dir hinziehst und die Handgelenke nicht überwinkelst. Kommen wir zum Abschwung. Nachdem ich jetzt natürlich meinen Druck schon frühzeitig nach links verlagert habe, ist es jetzt wichtig, dass ich die Idee habe, dass mein rechter Ellbogen ja, jetzt wieder noch einmal in diese Richtung arbeitet. Ja, du siehst, dass der Schläger dadurch abflacht. Und nicht nur das mache ich, ich werde auch gleichzeitig versuchen, den Schläger ein wenig in diese Richtung zu bewegen. Man kann sich vorstellen, man hat so einen Dartpfeil und den wirft man darüber. Das verhindert, dass ich jetzt nicht wieder anfange anzuziehen. Weil was du auf keinen Fall tun willst, und das machen wirklich die meisten falsch, wenn sie versuchen, das Abflachen zu lernen, die meisten versuchen immer dann abzuflachen und dann den Ellbogen ganz nah zum Körper zu ziehen. Und das ist ganz, ganz schlecht, weil dadurch werde ich sehr, sehr unbeweglich und kann das nicht sehr gut machen. Ich zeige dir jetzt, warum das so ist. Ich würde dich bitten, dass du mal dich einfach hinstellst und den rechten Arm einfach mal 90 Grad hier hochhebst und dann, wenn du das gemacht hast, den Arm 90 Grad in diese Richtung bewegst. Das heißt, du stehst jetzt hier so da und ich würde dich bitten, dass du dir vorstellst, dass der Ellbogen hier auf derselben Stelle bleibt und jetzt gehst du einfach mal in eine externe Rotation und schaust, wie weit kannst du zurückkommen, ohne dabei den Rücken zu verlieren, also ohne dass du dabei in eine Rückwärtslage kommst. Ja, ich komme ungefähr bis hierher, das ist übrigens sehr normal, ich bin trainierter Profigolfer quasi seit meiner Jugend und bin dadurch auch sehr beweglich in der Schulter. Die meisten Golfer allerdings, die ich unterrichte, haben ja Alltagsjobs, die sitzen am Computer, die fahren Auto, die haben eher die Muskulatur vorne bei der Brust verkürzt und haben eher das Problem, dass sie runde Schultern bekommen und die machen dann eher das hier, ja? Die kommen da nicht wirklich weiter und das heißt, dass bereits, wenn man diese Limitierung hat, tut man sich von Haus aus schon schwer, diese Abflachbewegung natürlich zu machen. Umso wichtiger ist es jetzt natürlich, dass ich jetzt schaue, dass ich die Schultern unten habe. Weil wenn ich die Schulter hier unten habe, dann kann ich sie viel mehr nach hinten bewegen. Wenn ich die Schulter jetzt hochhebe und nach vorne, ja, so wie es viele Golfer machen, ja, dann komme ich hier nicht wirklich rein. Und man tendiert eben dazu im Schwung, wenn man anfängt zu überwinkeln und zu eng zu werden, dass man eben die Schulter hebt und dann ist man noch unbeweglicher. Das heißt, du wirst versuchen, unbedingt das Gefühl zu haben, dass du hier diese Weite hier hast, diese Entfernung hier hast, den Ellbogen nicht überwinkelt hast, dann tust du dir viel leichter, diese Abflachbewegung zu machen. Jetzt zeige ich dir noch eine Übung, die dir sehr helfen wird, diese Abflachbewegung besser zu spüren. Du nimmst den Schläger in die rechte Hand und mit der vorderen Hand gibst du die Finger so hin, dass der Mittelfinger genau im Ellbogengelenk in der Mitte ist. Ja? Und du greifst dann so um deinen Ellbogen rum. Das hilft dir jetzt, wenn du jetzt aufschwingst, dass du nicht überbeugen kannst. Ja? Du wirst dann sofort spüren, wenn du deinen Finger einquetscht, dass das natürlich nichts ist. Du musst hier, irgendwann ist hier ein Stopp. Und du versuchst jetzt Folgendes. Gleichzeitig, während du aufschwingst, wirst du versuchen, den Ellbogen sozusagen in diese Richtung zu ziehen, in dem Fall ein wenig Richtung Kamera. Das heißt, ich stehe jetzt schon im Setup hier, habe bereits den Ellbogen schon ein bisschen Richtung Ziel gedrückt, schwinge jetzt auf und schaue jetzt, dass ich hier bereits den Ellbogen ein wenig Richtung Kamera bewege. Und wenn ich hier oben bin, versuche ich noch einmal Richtung Kamera zu bewegen. Und gleichzeitig darf ich auf keinen Fall die Finger hier zusammendrücken, sondern ich muss diesen Winkel ein wenig lösen. Das heißt, das mache ich noch einmal, ich drücke Richtung Kamera, löse den Winkel und drücke immer in diese Richtung. Und das kann ich dann auch dann mir einfach nur vorstellen, mit einer Hand langsam machen und dann kann man beginnen, das mit einer zweiten Hand einfach dann nochmal zu machen und dann bekommt man für die ganze Sache ein tolles Gefühl. Es ist übrigens auch sehr, sehr wichtig, dass man versteht, wie die Handgelenke sich im Golfschwung dazu verhalten. Also es ist nicht nur die Ellbogen, es sind auch die Handgelenke eine wichtige Sache, um diese Bewegung erfolgreich zu machen. Und da habe ich ein Video gemacht, das solltest du dir bitte unbedingt als nächstes anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben. Tschüss.